Ich drehe mich im Kreis, ich drehe mich im Kreis. Ach, ist das schön. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so schön ist. So, es hat sich ja schon wieder alles verstellt. Eine kleine Spielpause und schon verstellt sich alles, was man sich vorstellen kann. So, passt das jetzt? Ist das denn jetzt die richtige Breite? Man weiß es nicht. Oh, ich muss irgendwie was essen. Zwischendurch muss das mal sein. Außerdem müssen wir so ein bisschen nach dem Ofen gucken. Oh ne, der ist schon wieder. Ach, warum ist der? Der ist ja gar nicht an. Der ist ausgegangen. Ach! Nicht doch! Der Ofen hat keinen Brennstoff. Ist das denn zu fassen? Ist ja unglaublich. Da müssen wir wohl ein wenig nachhelfen, was das angeht. Ich finde das so lustig, wieso das so seltsam aussieht, wenn man hier am Rand steht. Wenn ich hier stehe, ist das nicht der Fall. Das ist nur, wenn ich hier stehe. An dieser Wand. Ja. Ich möchte doch nun gerne. Ich möchte gerne Brennstoff da reintun. Geht das? Es geht nicht. Ich kann leider kein Brennmaterial in den Ofen packen. Warum auch immer. Das habe ich doch letztes Mal hier hinten irgendwo. Da ist doch die Öffnung. So, jetzt geht's doch. So, 120 müssen reichen. Oh mein Gott, nur noch ein einziges Kohlestück. Das müssen wir bei den Ehren halten. Übrigens, ich war sehr angetan von den zahlreichen Kommentaren, die ich bekommen habe. Aufgrund meiner von dieser Folge angesehen vorletzten Folge, wo ich so ein bisschen ausgetillt bin. Naja, ausgetillt ist übertrieben, aber ich sag mal, ich habe mich schon ziemlich geärgert. Das ist halt auch rübergekommen. Sollte es auch. Es sollte auch so rüberkommen, dass ich mich wirklich ärgere. Manchmal muss man das doch einfach rauslassen, denke ich mal. Man muss das nicht immer alles unterdrücken und sagen, ja, mein Gott, ich ärgere mich jetzt zwar tierisch, aber ich lasse es da nicht raus. Warum nicht? Also man muss das halt auch mal rauslassen. So, das ist, glaube ich, zu breit. Boah, ich weiß es jetzt gar nicht. Welche Breite muss das denn jetzt haben? Ich muss das mal hinlegen, damit ich das besser sehe. Aber so ein bisschen besser komme ich jetzt auf jeden Fall klar mit diesen. So, Raster, egal, aber das passt. Aber siehst du, das ist nämlich noch nicht breit genug. Das ist noch nicht. Oh, Alter. Jetzt ist es richtig. Das ist die richtige Breite. Man muss echt aufpassen. Man vertut sich unglaublich schnell, weil das alles sehr ähnlich ist. So. Drehen. Raster kleiner machen. Ich sage, es wird nicht besser. Aber doch, eigentlich stimmt das nicht. Es wird definitiv besser. So, guckt das jetzt wohl hinten raus? Ich platziere das einfach mal und gehe hier einmal in die Runde. Es guckt nicht raus. Es ist genau die richtige Länge. Genau das ist richtig. So, wie komme ich jetzt hier wieder rein? Indem ich über das. Oh, ja, genau. So, rein, 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 rein. Rauf, 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 rauf. Es wird doch langsam. Es wird langsam. Und bevor die Dunkelheit hereinbricht, gucken wir mal, wie das jetzt aussieht, wenn wir das hier mal locker flockig in die Höhe. Wieso kann man das eigentlich nicht senkrecht machen? Wieso kann man nicht mehrere Holzblöcke, Baumstämme, wie auch immer man das Holz jetzt nennen mag, warum kann man das nicht senkrecht in die Höhe machen? Warum geht das nicht? Es geht nur waagerecht. Hier, ich könnte eine ganze Reihe von Holz waagerecht setzen, aber nicht senkrecht. Obwohl das ja möglich sein könnte, weil ja hier ein Anhaltspunkt vorhanden ist, woran sich das Holz orientieren kann. Wir haben diese Wand ja schon fertig. Ne? Aber macht ja nichts. Wir können das halt auch so. Ein Vorschlag kam halt auch noch, wo mir halt empfohlen worden ist: Ja, Fabi, wenn das nicht klappt, dann mach das doch einfach ganz in Ruhe. Mach das doch einfach ohne Aufnahme. So wie du das bei deinem Jägerzaun im Haus beim Haus am Wald auch gemacht hast. Sehr guter Vorschlag, ist richtig. Warte mal, wie sieht denn das hier aus? Ich glaube, eine Idee schmaler muss es hier tatsächlich sein.
ohne es zu kippen. Klar ist das richtig, aber irgendwie, also es ist definitiv richtig, dass ich viel mehr Ruhe hätte, wenn ich das ohne Aufnahme machen würde, weil man bei Aufnahmen natürlich immer irgendwie angetriggert ist, jetzt Entertainment zu machen. Es muss jetzt was passieren, die Folge muss Content haben und so weiter. Das Ganze habe ich auch schon mal erwähnt. Aber ich habe letztes Mal einfach gesagt, wie ich das sehe und wie schwierig es dann eben auch ist. Und ich finde es halt teilweise, ich bin da immer so ein bisschen zweigeteilt, ich finde es teilweise auch irgendwo wichtig, dass man dann mitteilt, wie schwierig das letztendlich tatsächlich ist. Und früher hab ich immer gesagt, mein Gott, du darfst jetzt hier nicht ausflippen, darfst dich nicht aufregen in Folgen, also in früheren Stadien, auch bei anderen Spielen, Minecraft zum Beispiel, wo ich mich dann immer wieder zusammengerissen habe und das dann ohne Aufnahme probiert habe, bis es dann irgendwann funktioniert. Klar, das hat seine Vorteile, weil man bestimmte Sachen abkürzt, aber manchmal will man das auch gar nicht abkürzen. Manchmal soll das eben so sein, wie es ist. Und dann will man das auch ganz einfach offen zeigen. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken. Das scheint mir schon wieder nicht der richtige Durchmesser zu sein. Jetzt ist richtig. Aber wie dem auch sei, der ganze Ärger hat sich auch irgendwo gelohnt. Denn es geht ja definitiv besser. Es geht ja schon besser. Man merkt das ja. So, muss natürlich den ganzen Spaß nochmal neu justieren dann. So, das hat für mich jetzt so ein bisschen den Touch, als wenn das hinten rausgucken könnte. Wetten, dass es das jetzt tut? Tut's nämlich, siehst du? Tut's nämlich. Warum tut's denn da? Das Holz ist auch irgendwie dicker, oder? Ist das dicker? Wieso ist denn das jetzt dicker? Ist das dicker? Haben wir jetzt dickeres Holz vom Durchmesser? Haben wir jetzt dickere Stämme als vorher? Ich habe das doch gerade mal abgecheckt. Das kann doch gar nicht. Doch, das ist tatsächlich dicker. Okay, dann machen wir das wieder dünner. Ja, also Holz drehen gehört immer dazu. Kennst du ja von mir schon. Ich sehe es jetzt auch nicht. Auch weil das Holz jetzt steht auch. Nein, nein, nein. Heute rege ich mich nicht auf. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich rege mich heute nicht auf. Ich werde höchstens ein paar unschöne. Nein. Keine unschönen Worte sagen. Das wäre auch nicht in Ordnung. So, da steht krumm. Ich wollte es einfach mal aus Spaß setzen. Irgendwie passt es noch nicht. So ist es richtig. Raster. Ist dicker, ne? Wieso? Warum kriege ich das jetzt nicht hin? Ich kann auch ein Lied davon machen. Warum krieg ich das nicht hin? Was ist hier das Problem? Man weiß es nicht so ganz genau. Vielleicht weiß man es doch. Oder auch nicht. Doch, es muss genau diese Größe sein. Es ist genau diese Größe. Es muss sie sein. Drehen. Jetzt müssen wir wirklich drehen. So. Drehen, drehen, drehen. Raster. Das sieht schon mal gut aus. Interessant. Interessant jetzt auch wirklich, warum das Holz jetzt gerade nicht mehr reinpasst. Es muss doch jetzt eigentlich reinpassen. Guck das bitte.
irgendwie ist da doch jetzt der Wurm drin oder täusche ich mich da? Wieso ist denn das jetzt länger? Das ist jetzt eine winzige Idee länger als das andere. Sorry, wenn ich jetzt zwischendurch mal nicht ganz so viel rede. Wetten, dass das jetzt hier wieder rausguckt. Guck, da oben guckt's raus. Siehst du? Da guckt's raus. Warum? Die Antwort ist wahrscheinlich denkbar einfach, weil es Rising World ist. Deswegen. Ich versuch's nochmal. Raster. So, ein bisschen Goodwill, ein bisschen positives Feeling einfließen lassen. Ah ja, ich schaff's. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ja, ich kriege es hin. Ich kriege es hin. Rising World ist mein Freund. Rising World ist mein Freund. Ich schaffe es. Ich kriege es hin. Ich kriege es hin. Nochmal drehen. Ist nicht richtig, sieht man, ne? Ist nicht richtig. Wenn du einmal aus der Reihe rauskommst, wenn du einmal was anderes machst, bist du sofort gearscht. Sofort. Ich muss nochmal runtergehen und gucken. Siehst du, es steht über. Ich könnte ausrasten. Ich könnte jetzt schon wieder... Ich habe ja versprochen, es nicht zu tun. Ich habe es versprochen. Also mache ich es auch nicht. Aber theoretisch könnte ich. Du verstehst warum. Du kannst es sicherlich nachvollziehen. Mein Schmerz und meine Sorge. Oder warte mal, vielleicht kriegen wir das anders hin. Ich mach's jetzt mal so. So. Feststellen. Eigentlich möchte ich es jetzt gerne irgendwie... Ah ne, das ist das Raster gewesen, sorry. Ich wollte es doch da reinschieben. Ich wollte es doch eigentlich da reinschieben. Das wollte ich doch. So, ich habe gerade eine sehr interessante Sache nochmal genau überprüft. Ich erzähle das gleich. Aber erst müssen wir ein bisschen gucken, dass wir wieder Wasser bekommen. Ich musste gerade schon zwischendurch trinken. Ach, hier unsere provisorische Treppe. Komm, auffüllen. So, Flasche voll. So, wollen wir nochmal den Mund ein bisschen voll nehmen hier. Lecker Wasser, lecker trinken, essen. Hier ein paar Melonen. Und dann wird es auch langsam Zeit für einen Grill. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? So, der Ofen ist schon wieder aus, weil das ganze Brennmaterial wahrscheinlich schon wieder aufgebraucht ist. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ist das ganze Brennmaterial schon wieder aufgebraucht? Da nehme ich doch vor Schreck eine Melone zu mir. Alter Schwede, jetzt wird es aber Zeit, dass wir so ein bisschen... So, Melone weg. Lass uns mal eben gerade ganz kurz hier gucken. Mit Grill und so. Zubehör, Hilfsmittel, verschiedenes. Was haben wir denn hier? Schilder, Gerüste, Boote, Werkbänke. Das brauchen wir jetzt nicht.
Verschiedenes. Was haben wir denn hier? Smoker, Grill, sowas brauchen wir doch. Eisenplatte, Eisenstab, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Großer Grill, ach, Grillrost. Geil, lass mal so einen provisorischen Grillrost, den haben wir noch nie gebaut. Einen provisorischen Grillrost, den finde ich irgendwie jetzt ganz witzig. Bevor wir dann oben weitermachen, ich muss nämlich gleich unbedingt was zeigen. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht, wo ich schon wieder abgelenkt bin. Eisenplatte, Eisenstab. Viermal Eisenstab, einmal Eisenplatte. Nochmal eben gerade zu den Truhen gehen. Ob uns da vielleicht irgendwas fehlt oder ob wir, beziehungsweise ob wir irgendwas davon noch haben. Eisenstab, Eisenplatte sehe ich jetzt hier nicht. Dafür jede Menge Fleisch. Sehr gut. Weiter. Hier ist auch nichts drin. Eisenplatte. Eisenplatte. Wie viel war das jetzt? Einmal Eisenplatte, viermal Eisenstab. Eisenplatte. Einmal Eisenplatte, Eisenstab aus einmal Eisenplatte. Okay, brauchen wir nochmal Eisenplatten. 3, 4. Eisenstab, viermal Eisenstab. Achso, okay, naja, egal. Eisenplatten haben wir erstmal auf Vorrat jetzt. Wir haben auf jeden Fall eine Eisenplatte und Eisenstab. Alles vorhanden, was wir brauchen. Grillrost. Zack. Ein ganz primitiver Grillrost eines Fischers quasi. Nein, keine Ahnung. Also ich habe jetzt mal Bock auf so einen Grillrost gehabt. Stellen wir den ja mal hin. Wollen wir den nach draußen stellen? Wo ist der? Wo ist der Grillrost? Wieso? Wieso sehe ich den? Warte mal. Wo stelle ich den denn mal hin? Komm, stellen wir hier hin. Wieso kann ich... Wieso kann ich den nicht platzieren? Grillrost, hallo? Wieso kann ich den Grillrost nicht platzieren? Jetzt total. Was ist denn? Was ist hier Phase? Wieso geht das nicht? Ich habe einen Grillrost hergestellt. Richtig oder nicht? So, das ist doch auch. Das kann ich hier doch auch setzen. Was ist mit dem Grillrost nicht in Ordnung? Wieso kann ich den nicht setzen? Muss der woanders stehen? Nein, das kann ja nicht. Ich kann diesen Grillrost nicht setzen. Ich kann den nicht benutzen. Man weiß nicht warum, aber ich kann ihn nicht benutzen. Oh, Alter, ich will mich jetzt nicht mit Grillrosten beschäftigen. Smoker, Grill, Eisenplatte, Eisenstab, achtmal Eisenstab. Sechsmal Eisenplatte, komm jetzt hier. Grill ist Grill. Ich will jetzt einfach nur Grill herstellen. Eisenplatte. Zack, 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 zack. Zack, Eisenstäbe, ein paar Eisenstäbe machen. Zack, so, jetzt haben wir das aber. Keine Lust jetzt hier, mich damit zu beschäftigen. Ehrlich nicht. Eine Eisenplatte zu wenig. Machen wir noch eine. Jetzt geht's. So. Den kann ich jetzt aber setzen. Den kann ich jetzt aber setzen. Wo setze ich den hin? Hier. Bei der Treppe, hier hinterm Haus, an der Leiter. Oder wo soll der hin? Hier bei unserem Lager. Eigentlich, weißt du was? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen dieses Lager hier weg. Entferne kleiner Unterschlupf. Den stellen wir jetzt hier rein. Hehe. Ist das bescheuert? Ein Unterschlupf. Das ist schon sehr lustig, dass man jetzt einen Unterschlupf im Haus hinstellt. Das ist schon sehr provisorisch jetzt. Das muss ich schon zugeben. So, dieser Grill steht hier aber jetzt so auch nicht ganz schlecht, glaube ich. So, den stellen wir jetzt einfach mal hier hin.
So, und was ist jetzt mit dem Grillrost? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Was ist mit dem Grillrost nicht in Ordnung? Wieso kann ich das nicht setzen? Wir wollen ja sowieso auf Dauer angeln, aber erstmal würde ich gerne ein bisschen was mit dem Fleisch hier probieren. Ich lege erstmal ein Stück da draus. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Fabi, vergiss das Fleisch bitte nicht, wenn du es drauflegst. So, da liegt schon. Anmachen. Oh oh.